Gottes Segen über euch. Ich freue mich, hier zu sein, bei euch, mit euch. Ich bringe euch Grüße aus Israel, aus der Peniel-Gemeinde, in Tiberias, auf dem Strand, ja, von der See Genezareth. Wir sind eins in Yeshua, eine Familie. Epheserbrief 2, der Wand, was hat uns einmal getrennt unter dem Alten Testament, ist runtergemacht. Eingebracht in das Ölbaum von Israel und wir können beide genießen, die Verheißungen von Ewigkeit im Himmel zu sein mit ihm. Amen? Amen. Man muss nicht Israel ausstoßen, Ersatztheologie, Israel hat seinen Raum. Gott ist groß genug für uns alle. Kein Konkurrenz, muss man nicht. Also danke für das warme Willkommen heißen hier. Und das ist ein Vorrecht, Gott zu dienen und mit euch hier zu sein. Ich gebe ihm alle Ehre, alle Gnade. Ja, ich will nicht, dass man mich anschaut als ein internationaler Prediger. Ich bin nur ein kleines Kind, was in Jaffa geboren bin. Und innen drinnen bin ich noch immer dasselbe kleine Kind. Und immer wenn ich stehe und sage, Gott, alle Ehre gehört dir. Was für ein Recht hast du mir, einen einfachen Mensch, gegeben, dich zu dienen. Alle Ehre gehört nur dir. Ihr Lieben, heute Morgen möchte ich eine Offenbarung an euch weitergeben, die der Herr hat mir geschenkt vor ein paar Jahren. Wisst ihr, die Bibel ist so vollgepackt. Und da gibt es solche Schätze, Geheimnisse, was Gott offenbart, die, die ihm fürchten. So steht geschrieben, Gott offenbart seine Geheimnisse an die, die ihm lieben, die ihm fürchten. Gottesfurcht. Warum fürchten wir Gott? Nicht, weil er schlecht ist, weil er Gott ist und weil er heilig ist und weil er ist ein verzogener Feuer, oder wie das heißt auf Deutsch. Hanania und Sapphira sind gestorben in der besten Gemeinde in Jerusalem, weil sie haben gelogen an den Heiligen Geist. Ein kleines Vorbild, auch unter dem Neuen Testament, wer unser Gott ist. Eine Offenbarung von seinem Herzen. Das war tatsächlich tragisch, dass diese Ersatztheologie kam auf der Welt, weil das hat die Gemeinde zum größten Teil verblindet. Über die Bedeutung und das Platz von Israel in Gottes Heilplan. Wir haben gestern im Seminar ganz gut bedeckt, diesen ganzen Heilplan von Adam und Eva bis zum Offenbarung. Gestern war schönes Wetter und okay, wer immer ging hin und her, das ist okay. Ihr könnt aber wiederholen und zuhören. Ich kann mich erinnern an Jesus, wenn er war in Gethsemane und er hat gesagt zu den Jüngern, betet, betet. Es kam zurück und sie waren am Schlafen. Betet. Ging wieder weg, hat gebetet, kam zurück, sie waren wieder am Schlafen. Und er war nicht böse auf ihnen. Okay, ruht weiter. Ruht weiter. Und wir wollen nicht böse auf euch sein. Auf keinen nicht. Aber nimmt, also benutzt die Gelegenheit, das zuzuhören, einfach weil wir leben in ganz schlimmen Zeiten. Erster Brief von Paulus zu Timotheus, oder zweiter Brief von Paulus zu Timotheus redet, dass diese Zeiten werden sein, ganz schlimme Zeiten. Und wenn wir schauen, die Bezeichnung, was er da gegeben hat, junge Leute haben schon keine, gehören nicht mehr auf ihre Eltern zum Beispiel, und Leute suchen nur ihr Vergnügen, und wir schauen auf die Welt und der Gesellschaft, was heute läuft, das ist genau unsere Zeiten, schlimme Zeiten, schwierige Zeiten, und wir müssen uns aufbauen, ausrüsten mit Gottes Wort und Heiliger Geist, vorbereitet zu sein auf alles, was vor uns noch steht und kommt. Amen. Die Offenbarung, von wenn ich rede, befindet sich in 1. Buch Moses. Und das ist die Geschichte von Josef. Josef ist ein Schatten, ein Vorbild von Yeshua, von Jesus. Also Yeshua war sein hebräischer Name und ich benutze seinen hebräischen Namen heute. Und wenn wir lesen diese Geschichte von Josef,
sehen wir ein riesen Parallel zwischen ihm und, so wie ich schon gesagt habe, Jeschua. Lass mal jetzt schauen, ungefähr 14 solche Punkte, Parallelpunkte, und das ist nicht die ganze Liste, zwischen Jeschua und Josef. Und später werden wir sehen, dass das ist ein Parallel nicht nur von was es war in der Vergangenheit, wenn Jesus kam zum ersten Mal, sondern da gibt auch Licht über was jetzt läuft, im Himmel, in Jesus seinen Herzen. Ich muss voraussagen, eine Warnung, ja, wir, die verheiratet sind, wir Männer, ja, wenn unsere Frau kommt zu uns mit Tränen in ihren Augen und sie schüttet ihren Herzen aus, zu solcher Zeit ist es nicht so ganz empfohlen, die Zeitung zu lesen oder irgendein Fußballspiel anzuschauen. Ja? Jeder Mann, was ist verheiratet, mehr als eine Stunde, hat es schon mitbekommen, dass es keine gute Idee ist. Muss man zuhören, nicht wahr? Also ich bin jetzt bald 38 Jahre verheiratet mit einer wunderbaren Frau, ein Sprüche 31 Frau. Wir haben 7 Kinder zusammen. Der 12. Enkelkind ist in der Backofen heute zur Zeit, es kommt bald raus. Und es ist wunderbar, verliebt zu sein mit einer Oma. Ich habe sie geheiratet, war sie 17,5 Jahre alt. Das ist also keine besondere Sache, verliebt zu sein in ein 17-jähriges Mädchen. Aber heute noch immer verliebt zu sein in eine Oma, das ist Gottes Gnade. Ja, das ist Gottes Gnade. Noch weiter Frühling, manchmal Frühlinggefühle kommen wieder. Also so wie die erste Liebe. Wunderbar. Gott ist Gottes Liebe, er hat romantische Liebe erfunden, aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Nur zu sagen, dass wenn wir Offenbarung des Herzens von Jeschua mit Tränen, seine Tränen, wollen wir nicht gleichgültig sein. Wir wollen zuhören, mit offenes Herzen. Also, der Parallel. Josef in 1. Buch Mose Kapitel 37, Vers 3, ich werde viele Schriftstellen nennen hier, wir werden die nicht alle jetzt vorlesen, aber vielleicht diese Anfang werden wir doch vorlesen, kann man das bitte an der Beamer haben. Also 1. Buch Mose Kapitel 37 und wir lesen die ersten 4 Verse, bitteschön. Und ich habe hier nur meine hebräische Bibel bei mir und wenn ich das lese, kann es nur eine freie Übersetzung sein auf Deutsch, aber wenn der Beamer kann hochkommen, dann können wir das richtig lesen. 1. Buch Moses, das ist in der Bibel, 1. Buch Moses. Kapitel 37, ist es schon da? Okay, freie Übersetzung, dann gehen wir los. Also lese es auf Deutsch, bitteschön. 1. Buch Mose 37, die ersten 4 Verse. Jakob wohnte in dem Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und er war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und er brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef, jetzt kommt's, lieber als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Und als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als all seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dankeschön. Er war geliebt von seinem Vater. In Matthäus Kapitel 3, Vers 17 steht geschrieben, dass Gott, der Vater, sprach über Jeschua. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm ich mich wohlgefühle oder wohl liebe oder so immer. Höre ihm zu, das ist nach seiner Taufe zum Beispiel. Also mehrmals kam diese Stimme über Jeschua. Gott, der Vater, liebte Jeschua, Jakob liebte Josef. Jakob hat gehabt diese Kleidung mit diesen Streifen und wenn wir lesen in 2. Samuel Kapitel 13, muss man jetzt nicht aufschlagen, 2. Samuel Kapitel 13, Vers 18, da lesen wir, dass die Töchter von König David
so wie zum Beispiel Tamar, war angezogen mit solcher Kleidung, mit solchen Streifen. Also diese Kleidung von Streifen war hoch angeschaut Prinzessinnen waren so angekleidet. Und Josef war mit so einem Kleid von Jakob beschenkt. Weil, das war ein Schatten, ein Vorbild, dass eines Tages wird er regieren. Und tatsächlich, später hat er regiert ganz Ägypten. Jeschua ist auch berufen, König der Könige zu sein. In Psalm 100, Vers 1, sagt ihm auch Gott, sitz an meine rechte Seite. Offenbarung 19, Vers 16, er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Also beide waren auf diese Richtung geplant. Haben wir hier gelesen in 1. Buch Mose 37, Vers 2, dass Josef konnte nicht leiden, die Sünde von seinen Brüdern. Er hat es angemeldet an Jakob. Er hat eine Gerechtigkeit, tiefes Gerechtigkeit Sinn gehabt. Und wenn wir lesen über Jesus, als er kam zu dem Tempel in Jerusalem und er sah, dass man hat ein Geschäft davon gemacht, ein Business hat man gemacht vom Gotteshaus, hat er die Tische umgedreht. Und das Geld von diesem Geldwechsler war durcheinander und das alles kann man sich vorstellen, ist da gelaufen auf den Boden und er hat die Vögel freigelassen und so weiter und so fort. Er hat ein Peitsche gemacht. Ihr Lieben, Wut ist nicht eine Sünde. Und manchmal braucht auch Gottes Haus einen Tisch umgedreht zu sein, um Ordnung zu bringen. Und das macht manchmal Gottes Zorn, wenn es von Heiliger Geist geführt ist. Jesus hat das doch nicht gesündet, als er hat das gemacht. Sonst konnte er nicht für uns sterben. Also, Jesus hat das Volk Israel korrigiert, sozusagen. In beide Fälle waren die Brüder neidisch. Es steht geschrieben über Pilatus in Markus Kapitel 15, Verses 9 bis 13. Da steht geschrieben, dass als man hat Jesus vor ihm gebracht, er wusste, dass nur von Neid haben sie ihn gebracht vor ihm. Weil die Leute, die tausende Leute waren also berührt von Jeschua. Er hat ihnen geheilt, er hat ihnen gelernt, er hat ihnen geliebt, er hat die Kinder gesegnet. Ja? Und die Leute gingen nach ihm. Sie hörten lebendiges Wort, was kam von ihm. Ja? Und die hohen Priester fühlten sich bedroht, ja? Ihre Position. Und sie waren neidisch auf ihn. Und in beide Fälle, und natürlich auch die Brüder von Josef waren neidisch über ihn, über diese Kleidung und die besondere Liebe, was Jakob hat zu ihm gehabt. Und in beide Fälle gab es Hass. Steht auch geschrieben in Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 25, dass alles, was da passiert ist mit Jesus, war zu erfüllen. Was steht geschrieben in der Gesetz, dass sie haben mich gehasst für nichts. Also ohne Grund haben sie mich gehasst. Auf Hebräisch, Sinat Chinam Sneuni. Sie haben mich gehasst ohne Grund, sagt Gott. Und auch die Brüder von Jakob haben ihn gehasst. Und diese Parallel, ihr Lieben, geht weiter. In beide Fälle wurden Josef und auch Jesus gesandet von ihrem Vater. Das war Gott der Vater, was hat Jeschua gesendet von Himmel runter auf Erde zu das Volk Israel. Josef wurde gesendet, das ist in dieselbe Kapitel, 1. Buch Mose 37, Vers 13. Da steht geschrieben, dass Israel, das war der neue Name von Jakob, Israel hat gesagt zu seinem Sohn Josef, deine Brüder sind mit Schafen und so in Schrem, ich sende dich, geh zu ihnen. Und in beide Fälle waren die bereit zu gehen. Josef war nur 17 Jahre alt, als er ging, und das war ein paar Tage zu Fuß zu laufen. Und damals zur Zeit gab es Bären und Löwen und Räuber in Israel. Das war nicht etwas selbstverständlich für eine 17-jährige junge Bube, da tagelang alleine zu laufen. Und er ist gegangen und hat sie nicht gefunden, wo sie sollten sein, hat er nicht nachgegeben. Er hat weitergefragt und gesucht und hin und her, bis einer hat ihm gesagt, ja, sie sind noch weitergegangen zu dem nächsten Tal, noch weiter nördlich. Und er ist weitergegangen, bis er hat sie gefunden. Und Jeschua war auch besandet von seinem Vater. In Matthäus Kapitel 15, Vers 24 steht da geschrieben, Jesus sagt, ich wurde gesandet nur zu den verlorenen Schafen des Haus Israel.
damals zur Zeit zum Allerersten zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Danach auch hat er alle gesendet, seine Jünger, geht von Jerusalem zu Judäa, zu Samarien, zu dem Ende des Welt, zu allen Völkern und allen Nationen. Aber erst zu den Juden, auch Paulus, immer wo immer er hinging, erst ging er zu der Synagoge. Erst die Juden, dann die Völker. Warum? Weil wir gut sind, weil wir besser sind? Absolut nicht. Das ist nicht wahr. Wir sind kein besseres Volk, im Gegenteil. Wir haben viel Schande über Gott gebracht. Aber weil das war Gottes Auserwählung, das war sein, das ist sein Recht. Warum sitzen wir hier heute? Warum haben wir diese Gnade bekommen, dass wir können Gott kennenlernen? Weil wir gut waren? Jetzt ist nicht gekommen für die Guten, es ist gekommen für die Sünder, für die Kranken, für die Toten lebendig zu machen. Und so hat auch Gott Abraham gewählt und Bünde mit ihm geschlossen, Verheißungen gemacht. Ein hat noch geschworen, dass er wird ihm ein Segen machen und sein Same für alle Völker. Ja, also beide wurden gesandt zu das Haus Israel. Und in beide Fälle, die Brüder, ihre Brüder wollten ihnen töten. Wieder Josef, derselbe Kapitel, Vers 18 jetzt. Sie haben ihn gesehen, als er kommt von der Entfernung, haben ihn bald anerkannt. Mit dieser Kleidung hat man ihn von weit gesehen und da kommt er. Ja? Und sie wollten ihn töten. Und in Markus Kapitel 3, Vers 6 steht geschrieben, dass die Pharisäer kamen raus und wollten, haben sich dann einen Ratschlag genommen mit den Leuten von Hordus. Wie können sie Jesus vernichten? Wie kann man ihn töten? Wie kann man ihn wegbekommen? Beide wurden verraten von Judah. Also Judas Iskariot, wie die das nennt. Ja. Er hat Jeschua verraten. Er hat ihm für Geld abgegeben, ja, an die hohe Priester und so weiter. Und es war Judah, der Bruder von Josef, der kam mit der Idee, lass man Josef verkaufen. Da kamen diese Kamele, diese Händler, was waren auf ihrem Weg nach Ägypten, mit ihrer Ware, das zu verkaufen. Und Judah hat gesagt, warum sollen wir ihn töten? Lass mal noch ein bisschen Geld verdienen mit ihm, warum nicht? Ja, also das war die Idee von Judah, der Bruder. In beide Fälle war das Judah. Und in beide Fälle wurden sie verkauft für einen Preis von einem Sklave. Jesus wurde verkauft für 30 Stücke Silber. Wie wissen wir, das ist ein Preis von einem Sklave? Weil in dem Alten Testament steht geschrieben, dass wenn ein Ochs tötet einen Sklave, dann muss der Besitzer von der Ochs bezahlen 30 Stücke Silber für den Besitzer von der Sklave. Das war ein Preis von einem Sklave. Jesus wurde verkauft für einen Preis von einem Sklave. Und Josef, steht geschrieben in dasselbe Kapitel 37, Vers 28, er wurde verkauft für 20 silberne Stücke. 20. Ich habe doch gesagt vor einem Moment, dass das ist derselbe Preis. Also wie kann ich so etwas sagen? Er wurde verkauft nur für 20. Ihr Lieben, das waren Händler, was haben ihm gekauft? Sie haben ihn gekauft für 20 und verkauft für 30. Sie sind doch nicht blöd, sie kaufen nicht für 30 und verkaufen für 30, ja? Sie haben ihn gekauft für 20 und haben ihn verkauft für 30, ja. Also beide wurden verkauft für einen Preis von einem Sklave. Und beide wurden abgegeben an die Heiden. Jesus wurde abgegeben an die Römer. Und Josef wurde abgegeben zum Ende an die Ägypter, wurde verkauft. Aber das ist noch immer nicht zum Ende. Beide gingen runter, Jesus zum Grab und Josef zum Ende ins Gefängnis. Und auf Hebräisch, das Wort für das Gefängnis ist Bor. Und Bor, das ist ein Loch in die Erde. Also das war ein Keller, ein unterirdisches Gefängnis, wo Josef war. Beide gingen so tief runter. Und dann beide wurden raufgebracht zu der rechten Seite von der höchsten Platz, von der König. Also Josef, rechte Seite von Pharao. Er hat bekommen ganz Autorität über ganz Ägypten. Und Jesus, von ihm lesen wir, dass alle Macht wurde mir gegeben, im Himmel, auf Erde, unter Erde. Jesus hat die ganze Autorität bekommen. In beide Fälle
haben ihre Brüder ihnen nicht mehr anerkannt. Sie dachten, das sind Heiden. Also, als die Brüder kamen runter nach Ägypten, haben sie nicht mehr anerkannt Josef. Sie dachten, er ist ein Ägypter. Er war angekleidet so wie ein Ägypter. Und sie haben ihn einfach nicht anerkannt. Und in unserem Fall als Volk, wenn wir schauen an Jeshua, denken wir, das ist ein katholischer Götze. Weil die Katholiken haben alle diese Puppen von Jesus, von Maria, von den Heiligen. Das ist nicht erlaubt. Nach dem Alten Testament, wir sollen keine Puppen machen und ihnen anbeten und so weiter. Und für uns ist er ein Götze geworden. Er gehört die Heiden. Das ist nicht unserer. Ich will euch jetzt nicht sagen, alles, wie man nennt Jesus, was für Schmutzwörter man nennt ihm, wie man spuckt auf seinen Namen und wo man überhaupt nicht seinen Namen in den Mund nehmen, weil es ist, Gott hat einen Befehl im Alten Testament gegeben, ihr sollt nicht die Namen von ihren Götzen, von den Kananiter in euren Mund nehmen. Und so wird man nie sagen, Jeshua. Man benutzt Fluchworte, wenn man redet von ihm. Und jeder weiß, von was die Rede ist. So weit sind wir heute als Volk von unserem Messias und unserem Gott. Und beide waren bereit zu gehen, diesen schwierigen Weg, oder es wurden gesandt, diesen schwierigen Weg, um ihre Familie zu retten. Josef zum Ende konnte retten, seinen Vater und die ganze Geschwister und die ganze Familie von der Hunger, was kam später. Und auch Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen, um uns, Juden und Heiden, zu retten. Noch ein Punkt, interessanter Punkt. Beide fingen an, ihre Public-Dienst, also ihre, wie heißt das, Public-Dienst, öffentlichen Dienst, Dankeschön, mit 30 Jahren. Es steht geschrieben darüber, über Jeshua, dass er war 30, als er fing an seine Dienst, und Josef war auch 30, als man hat ihn hoch in seine Position gebracht. Also wir haben hier so und so viele parallele Punkte zwischen Josef und Jeshua geschaut jetzt, und das kann man noch andere noch dazulegen. Ist das ein Zufall? Oder will uns Gott etwas hier sagen? Er will uns sagen, Herr, Leute, achtet auf diese Geschichte, weil ich habe hier etwas euch weiterzugeben. Josef ist ein Bild von Jesus. Jesus sieht ihr nicht, er ist im Himmel. Aber von der Geschichte von Josef will ich euch offenbaren, sagt Gott zu uns, ja, die Realität, was läuft im Himmel. Ich will euch eine Offenbarung geben von das Herzen von eurem Herr Jeshua. Als wir lesen weiter, in Kapitel 42 jetzt, lass mal das lesen. Ja, bitte schön in der Beamer, und ich entschuldige mich, dass ihr habt nicht die Verse vorher vorausbekommen. Aber 1. Buch Moses, Kapitel 42 und Vers 6, da steht geschrieben, also die Geschichte, also kurze Erinnerung, ja, Pharao hat doch diese Träume gehabt, und Josef hat diese Träume ihm erklärt, dass es wird jetzt 7 gute Jahre sein mit vieles Weizen und Essen und so weiter. Aber danach kommen die 7 trockene Jahre, Jahre von Hunger. Und tatsächlich ist es gekommen, diese 7 Jahre von Hunger. Josef war mit Gottes Weisheit, was Gott hat ihm geschenkt, hat er es geschafft, als großer Administrator ganz Ägypten zu organisieren, vorzubereiten. Er kam mit diesem Prinzip, 20% von alle Weizen werden gesammelt an Pharao, und das musste alles bewahrt werden. Da muss man bauen, diese Plätze, wo man kann diese Weizen bewahren, ohne dass die Ameisen das aufessen und so weiter und so fort. Er hat es alles geschafft. Ein großer Administrator war er. Aber dann lesen wir dieses Vers hier, 42, Vers 6. Und Josef, er war der Gebieter über das Land. Er verkaufte das Getreide allen Völkern des Landes. Also sie kamen von ringsherum, außerhalb Ägypten, kamen sie nach Ägypten, weil da gab es was zu essen. Und die Brüder Josef kamen und beugten sich vor ihm nieder, mit dem Antlitz zur Erde. Habe ich das richtig gelesen? Mehr oder weniger. Ihr Lieben,
Josef selber sitzt gerade da, wo man gibt das Essen raus. Er gibt das Essen raus. Da kamen Tausende, Zehntausende Leute. Und sie kamen mit ihren Kamele und mit ihren Tieren. Und diese Tiere haben so eine komische Gewohnheit. Sie lassen etwas fallen von der hinteren Seite. Und das zieht Fliegen an. Und Ägypten ist eine Wüste, das ist ein heißes Land. Und da schwitzt man. Und die Deodoranten damals zur Zeit waren nicht so ganz gut, so wie heute. Und auch überhaupt, die Nahosten-Leute sind nicht so höflich wie die Europäer. Ja, die Europäer sind höfliche Leute. Also war einmal so, mindestens. Aber ich kann mich erinnern, einmal musste ich einen Wagen mieten, ja, hier in Europa irgendwo. Und ja, da waren alle diese, also die Bediener von Avis oder was immer das war, Budget oder so weiter, sie stehen. Und jeder war beschäftigt, waren vielleicht 4, 5 Leute dran, Kunden wurden bedient. Und da war alles offen, so. Und ich komme. Und ich stelle mich hin, ja, so hier, und ich warte, also 2, 3 Meter hinter die Leute, und ich warte, und ich schaue mich herum so, und ich sehe eine Schlange von Menschen stehen da, Schlange. Und ich denke, was warten diese Leute? Ich schaue wieder, wartet ihr hier? Sagen sie mir, ja. Oh Mensch, Entschuldigung, habe ich gesagt, bin ich gegangen zu dem Ende von dieser Schlange. Versuch es mal in Israel zu machen. Hey Mensch, was denkst du dir? Da ist die Ende. Geh, steh da. Was stehst du? Die waren alle still. Also, in Nahosten, wenn du kommst, hey, ich war hier vor dir mit meinem Kamel, da geh weg. Und Josef ist gerade da, wo die Fliegen und der Staub und die Hitze und der Lärm. Warum? Er war ein großer Administrator. Er konnte doch sitzen in seinem Palast, auf seinem gemütlichen Stuhl, konnte seinen Becher aufheben und bald kam jemand, hätte ihm Weintrauben gepresst und er konnte es trinken und 2 Diener hätten ihm Luft gemacht und es wäre alles wunderbar weitergegangen. Aber er ist gerade da. Warum? Weil er war so wie der Vater von der verlorenen Sohn. Er hat immer geschaut, wann kommt er zurück. Und von der Weiten hat er ihn anerkannt, der Vater, weil er wartete auf seinen Sohn, er liebte ihn. Und Josef wusste, eines Tages werden die Träume, was ich habe bekommen, als ich 17 Jahre alt war, eines Tages werden sie sich erfüllen. Und er hat da gewartet. Yeshua wartet im Himmel heute auf sein Volk, weil die Zeit ist nah, wo ganz Israel wird gerettet werden. Der Zeit ist nah, wo Gott wird seine Heilige Geist über uns schütten, so wie steht geschrieben in Hesekiel Kapitel 36, Vers 25 und weiter. Der Zeit ist nah, wo der Geist wird geschüttet sein über uns, so wie in Hesekiel 37, der trockene Gebeine Vision, wo der Wind, also das Geist, kommt von 4 Seiten über Israel. Und so wie Joel hat prophezeit und so wie Zechariah Kapitel 12, Vers 10 hat prophezeit. Der Zeit kommt, wo der prophetische Wort von Paulus in Römerbrief Kapitel 11, Vers 10 erfüllen, ganz Israel wird gerettet werden. Und Yeshua im Himmel wartet darauf. Aber das ist nicht die Ende von der Geschichte. Da gibt es mehr. Sie kamen, die Brüder, und sie haben ihn nicht anerkannt. Und Josef fängt an, mit ihnen zu handeln. Er sagt, steht geschrieben in, lass mal sehen, was war das, 42, Vers 7, ja, Kapitel 2, 1. Buch Mose, Kapitel 42, Vers 7. Lass mal das mal lesen auf Deutsch. Ja, bitte liest du das. Und Josef sah seine Brüder und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen, woher kommt ihr? Und sie sprachen aus dem Lande Kanaan, um Speise zu kaufen. Und Josef gedachte der Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter
Um zu sehen, wo das Land offen ist, seid ihr gekommen. Und dieses wiederholt sich, dass ihr seid Spionen, auf Hebräisch Meraglim sind Spionen. Ihr seid Spionen, das ist in Vers 9, das wiederholt sich in Vers 12. Ihr kommt, ja, ihr seid gekommen, das Land anzuschauen, wieder in der Ende von Vers 14 und wieder in der Vers 16. Spionen, Spionen. Und das war schockierend für die Brüder. Damals zur Zeit gab es kein Human Rights Movement, also ja, wie heißt das, gerecht, also menschliche Gerechte oder was immer. Josef konnte nur so machen. Und das war die Ende von der Geschichte. Hätten sie ihn genommen und getötet. Konnten nichts dran machen. Also sie waren jetzt ganz in ein, die Bibel nennt es Trübsal. Okay, in Vers 21, und als das ist passiert, ja, sie fingen an, zwischen sich zu reden. Und in Vers 21, was steht da geschrieben? Ruben, der erstgeborene Sohn, er wollte Josef retten damals zur Zeit. Er wollte nicht, dass sie ihn töten, er wollte retten ihn. Aber Ruben war nicht gerade da, als Juda hat gesagt, lass man ihn verkaufen. Er war nicht dabei. Er kam später zurück. Wo ist Josef? Weg, wir haben ihn verkauft. Ach, was habt ihr gemacht? Und jetzt, viele Jahre später, das ist jetzt ungefähr, was ist es, 13 Jahre später, weil Josef ist, nein, das ist mehr als 13. Mit 13 Jahre später kam er ins sein Publikum Dienst, 7 gute Jahre noch dazu und noch mindestens 2 schlechte Jahre wahrscheinlich. Also so viele Jahre später, wenn sie kommen in diese Trübsal, Ruben sagt die folgenden Wörter. Kann man das auch bitte schön haben? Vers 21. Haben sie zu sich gegenseitig gesprochen und danach in Vers 22 kommt diese Wörter von Ruben. Lass mal das lesen, 21. Und Ruben antwortete ihnen und sprach, okay, 21. Da sprachen sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldig wegen unserer Brüder. Ihr Gewissen war unrein alle diese Jahre. Dessen bitte lässt das für mich. Fürwahr, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte. Und wir hörten nicht. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen und sprach, habe ich nicht zu euch gesprochen und gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben, aber ihr hörtet nicht. Und siehe, sein Blut wird auch gefordert. Seht ihr dieses Wort Drangsal? Dieses Wort Drangsal auf Hebräisch ist Zara. Und das ist genau dasselbe Wort, was wird benutzt in Jeremia Kapitel 30, Vers 7. Lass mal das mal lesen, Jeremia Kapitel 30, Vers 7. Das ist die Trübsal Jakobs, Zarat Jakob. Jeremia 30, 7, haben wir das oben schon? Das ist die Zeit, wo wir reinkommen als Volk. Dieses Propaganda, was läuft heute in der Welt, dieser Antisemitismus, was wächst, dieser Anti-Israelismus in der UNO, immer wieder wird Israel beschimpft, wird hingestellt als ein Apartheidstaat, wird hingestellt als Mörder von Kindern, blutdurstige Juden, unsere Armee wird so hingestellt. In Irland, in dem Parlament, wurden unsere Soldaten beschuldigt, dass sie vergewaltigen die palästinensischen Frauen. Totale Lügen, Parlamentmitglieder, ja, wir wählen für ein palästinensisches Volk, Land und so weiter und so. Israel wird beschuldigt, genauso wie in der Vergangenheit wurde die Juden beschuldigt mit der Pest, was war damals in Europa und so viele Millionen Menschen sind gestorben, das waren die Juden schuldig, sie haben unsere Wasserquelle verseucht oder alle Blut. Geschichten in Russland, in Osten, wo die Juden wurden beschuldigt, dass sie schnappen weg ein christliches Kind, um ihn zu töten, mit seinem Blut Matzebrot zu machen. Und die Wahrheit ist, dass Juden ist überhaupt kein Blut.
das ist uns verboten, streng verboten, Blut zu essen überhaupt. Wir haben ein Hähnchen, tut man es schlachten, sodass das Blut, das Herz wieder rauspumpt, das Blut. Und danach nimmt man dieses Fleisch und man tut es mit Salz bedecken, dass es zieht noch weiter das Blut. Und danach muss man es kochen oder braten. Nur danach kann man es essen. Keine Blutwurst bei uns. Ist nicht erlaubt. Und hier hat man uns beschuldigt, dass wir essen Blut von Kindern, von Menschen, und Leute haben es geglaubt und sind losgegangen, haben getötet, verbrannt, geschlachtet, ganz jüdische Viertel. Ja. Und so ist es auch heute, diese Propaganda gegen Israel, bald werden wir das lesen, so ist diese Propaganda auch heute weiter gegen Israel. Und wir werden langsam kommen, endlich zu der Zeit von der Trübsalsjakob, wo diese Propaganda, so wie die Nazis haben gesagt, wenn man wiederholt, eine Lüge oft genug, wird es die Wahrheit. Und heute die Medien wiederholen diese Lügen und das wird zum Ende führen, ein Krieg, so wie wir haben gestern gelesen, Sacharja Kapitel 14, Vers 1 und 2 und noch andere, es wird führen auf diese riesigen Kriege gegen Israel, gegen Jerusalem. 2/3 von den Leuten in Israel werden sterben. Sacharja 13, Vers 8 und 9, durch diese Kriege. Die Frauen in Jerusalem werden vergewaltigt werden. Sacharja Kapitel 14, Vers 1 und 2. Wir haben keine palästinensischen Frauen vergewaltigt. Die Russen haben deutsche Frauen vergewaltigt. Die Islamisten in ISIS haben Yazidi-Frauen vergewaltigt in den Tausenden. Arafat, seine Leute, haben die christlichen Araber in Lebanon vergewaltigt. Die Nazis haben unsere jüdische Frauen vergewaltigt in Auschwitz. Mein Vater war da die letzten 6 Monate von diesem Todeslager. Wir tun keine Palästinenser vergewaltigen. Aber wir werden beschuldigt daran. Und das wird führen zu den Trübsals Israel, zum Ende. Das wird führen zu diesem Krieg, wenn Antichrist kommt. Es ist noch ein bisschen Zeit. Aber was ist hier geschrieben? Hier ist dieses Wort. Also, wehe, denn groß ist jenen Tag, das ist der Tag, wo es gibt keinen Frieden, das sind die Verse vorher, ohne Gleichen. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob, doch wird er aus ihm gerettet werden. Wir langsam rutschen rein in diese Zeit von dieser Drangsal von Israel. Langsam, das ist ein langer Prozess, Vorbereitung von den Herzen von den Leuten auf der Welt. Und dasselbe Wort wird hier benutzt von den Brüdern. Diese Drangsal, das ist kein Zufall, dass man dieselbe Wort wird verwendet in 1. Buch Moses und in Jeremia. Weil das ist ein Bild. Josef hat ihnen in einen Drangsal gebracht. Israel wird kommen in eine Drangsalzeit. Und dann geht diese Geschichte weiter. Er sagt, wir lassen Schimon hier. Ich will jetzt nicht so viel noch darüber sprechen. Oh lala, mein Gute, ich habe noch 2 Minuten. Dankeschön. 5 Minuten. Ich rede jetzt ganz schnell. Okay. Ihr Lieben, die Geschichte läuft weiter. Aber als Josef hörte diese Wörter, das müssen wir lesen, Kapitel 42, 1. Buch Mose, Kapitel 42, Vers 23 und 24, bitte. Möchten wir das lesen? 42, Vers 23. Hier sie. Sie aber wussten nicht, dass Josef es verstande. Er verstand Hebräisch, ihre Sprache. Denn eine Dolmetscherin war zwischen ihnen. Und er wandte sich, hier, schaut, und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Und er kehrte zu ihnen zurück und redete zu ihnen und er nahm Schimon aus ihnen Mitte und band ihm vor ihnen Augen. Also er weinte. Ihr Lieben, keiner hat es nicht mitbekommen. Nicht seine Brüder und nicht die Ägypter. Er ist zurückgezogen, hat geweint. 8-mal steht geschrieben, dass Josef hat geweint. Das ist der 1. Mal von 8-mal. Der 2. Mal, wo er hat geweint, ist, als sie kamen zum 2. Mal zurück und diesmal haben sie Binjamin mitgebracht. Binjamin war sein Vollbruder, von selber Vater, von selber Mutter, von Rachel. Alle anderen waren nur Brüder von derselben Vater. Und als er hat Binjamin gesehen,
steht geschrieben in Kapitel 43, Vers 34, oder Vers 30. Er hat ihn gesehen, in Vers 29 steht geschrieben, er hat Benjamin, seinen Bruder, gesehen und er hat ihnen gesagt, ist das eure kleine Bruder, den ihr habt mir gesagt? Er hat ihm gesagt, Gott sei gnädig über dich, mein Sohn. Und Vers 30, Josef ging schnell zurück in das Zimmer, hat sich gezogen und hat da geweint. Seht ihr das auf Deutsch? Ihr Lieben, Benjamin, später, als sie werden eingeladen zu Josef sein Haus und sie bekommen alle Geschenke und alle zum Essen, Benjamin bekommt 5-mal mehr. Wer ist Benjamin? Könnte Benjamin sein, das Leib Christi in Israel heute? Weil wir sind seine Brüder nicht nur in Leib, sondern auch in Geist. Und wir wurden beschenkt mit den 5 Gaben des Heiligen Geistes, nicht nur wir, die ganze Gemeinde, Apostel, Propheten, Pastoren, Lehrer und Evangelisten. Ja, die 5 Gaben, Ministry. Ja. Wenn Jesus sieht heute im Himmel, dass das Leib Christi wächst in Israel, dass sein Bruder Benjamin ist am Wachsen, zum Tiefsten wird er berührt. Ich habe jetzt keine Zeit, alle 8-mal, alle andere 8 oder andere 6-mal, wo Josef hat geweint. Aber das 3. Mal hat er geweint, als er hat sich offenbart. Und er hat dann sie umarmt. 2-mal dann erst den Benjamin, danach die anderen und er weinte. Und später als Jakob, also Israel kam nach Ägypten, hat er geweint. Und später als Israel ist gestorben, hat er geweint. Und noch später als seine Brüder kamen wieder zurück und haben ihm gesagt, Jetzt wird er uns strafen, nachdem Israel ist gestorben. Und nein, er hat gesagt, nein. Ihr habt es zum Bösen gemeint, aber Gott hat es zum Guten verwendet. Ihr Lieben, ich stehe hier nicht und ich sage euch, liebt Israel, weil ich bin ein Israeliter und ich bin ein Jude und so weiter. Ich sage, wir sind eins, wir sind Leib Jeshua, wir sind sein Braut. Wir wollen uns identifizieren mit ihm. Wir wollen hassen, was er hasst. 7 Gemeinden von Offenbarung, Kapitel 2 und 3, als Jesus redete zu der Gemeinde von Ephesus, hatte er ihnen gesagt, eins Gute über dir ist, dass du hasst die Taten von den Nikolaiten, die ich auch hasse. Und das wiederholt sich zum 2. Mal. Habt ihr schon mal ein Predigt gehört über heiliges Hass? Wir hören viel über Liebe und das ist auch so, sollte auch so sein, weil das ist die große Herausforderung. Aber es gibt auch ein heiliges Hass, es gibt ein heiliges Wut, es gibt auch ein heiliges Skepticism, wo man glaubt nicht. Matthäus Kapitel 24, Jesus sagt, wenn man sagt euch, Jesus ist da und da und da und da, geht nicht, glaubt nicht. Es gibt ein heiliges Unglauben. Und wir müssen alles anschauen, verstehen und zunehmen und praktizieren, weil wir leben in ganz schwierigen Zeiten, riesengroße Verführung, Gefahr, das ist die größte Gefahr von unseren Zeiten, Verführung von der Wahrheit weg. Matthäus Kapitel 24, von Vers 5 und weiter, Jesus warnt, wenn er redet über die Endzeiten, hat er nicht geredet, zum allerersten von den Kriegen und Verfolgungen, das kommt alles nachher, aber schaut, dass keiner euch nicht verführt. Das ist die größte Gefahr von unserer Zeiten, weil wir werden errettet, solange wir halten an die richtige Evangelium. So sagt auch Paulus an den Korintherbrief, zum Ende da, Vers Kapitel 15, wenn ich jetzt das richtig habe, von Vers 1, 2, 3 und weiter. Als er redet, diese ganze Kapitel über die Auferstehung, da kam es ein Irrlehre, dass es gibt keine Auferstehung. Paulus sagt ihnen, ihr werdet errettet, eure Glauben wird euch retten, wenn ihr hält fest an was ich habe euch gesagt. Wir sollen aufpassen. Ihr Lieben, danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, heute Morgen euch ein bisschen zu dienen mit Gottes Wort. Danke für die noch 5 Minuten. Das ist noch in Deutschland. Das ist riesig große Opfer. Und besonders, dass es kommt noch eine andere Versammlung und ich verstehe es völlig. Also vielen Dank.
möge Gott das schließen, dieses Wort in unsere Herzen, und möge das wachsen und Frucht bringen. Ich habe euch nichts erzählt von der Gemeinde, ist mir wichtiger, Gottes Wort zu erzählen, aber da liegen noch Prospekte draußen, nur noch wenige auf Deutsch, die anderen sind auf Englisch, eine Seite Deutsch, die andere Englisch, ihr könnt die alle nehmen. Und ich möchte nur sagen, dass wir haben hier unsere Webpage unten, und da gibt es Lehre, auch deutschsprachige Lehre. Hoffentlich dieses Seminar wird auch darauf kommen. Bitte nehmt es, wenn ihr möchtet, unsere deutschsprachige Rundbrief, viermal im Jahr, kostenlos, durch E-Mail oder durch Post, könnt ihr euch eintragen, da gibt es eine Liste. Und danke, Gott segne euch. Shalom.